seht ihr den Stoßdämpfer und das Teil hier, das ist dafür zuständig, dass wir einen elektronischen Stoßdämpfer haben mit einer Einstellmöglichkeit. Erinnern wir nochmal auf Sport. Ich bin Uwe von T&T E-Mobility. Ihr kennt mich als Doc Tesla. Ich prüfe Tesla-Fahrzeuge bei uns beim End-of-Warranty-Check und mache ab und zu mal Videos über Tesla und natürlich auch andere Elektroautos. Heute was ganz Besonderes. Tesla Model 3 Highland Performance. Ich bin gespannt auf das Fahrwerk. Ich bin gespannt auf die Verarbeitung. Das Auto kommt aus China. Das ist schon mal sehr gut. Und ich habe hier den Michael. Moin, Michael. Moin. Du bist der stolze Besitzer dieses Fahrzeuges. Ganz genau. Und hast dich bestimmt lange darauf gefreut, das Auto zu übernehmen. Sehr lange. Ich bin auch sehr happy mit dem Fahrzeug. Ja. Und die Performance ist wirklich da. Ja. Und es macht für ultra Spaß, mit dem Auto zu fahren. Auch die lange Fahrt hierher war sehr bequem, sehr angenehm. Und die Verbräuche waren auch super. Warum hast du das gemacht? Warum lässt du gleich eine Keramikversiegelung machen? Mir war es wichtig, dass das Auto gut zu reinigen ist und ich habe die Videos von Michael gesehen, deine natürlich auch, und das hat mich dazu bewogen. Ich komme zu Profis und weiß genau, das funktioniert und das passt und das Auto ist danach perfekt. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, das Auto immer Keramik versiegeln zu lassen. Ich mache es bei jedem Auto, wirklich, ich würde es nicht mehr ohne machen. Beide. So, ich sitze jetzt hier ein paar Minuten in dem Auto und ich muss sagen, die Sitze, die sehen sportlich aus, aber die sind eigentlich gemütlich, oder? Die sind super bequem, kann ich anders sagen. Ja. Wir haben draußen 21 Grad, wir haben die Sitzbelüftung angemacht, was sehr angenehm ist. Sehr angenehm. Ja, und auch der Seitenhalt ist top. Ich meine, mit 75 Kilo ist es bei mir ja eigentlich schwer einzuhalten, aber ich fühle mich wohl, doch, doch. Ja, also die Porsche-Sitze in unserem Taycan sind härter. Okay. Ja. Also es ist gemütlich, viel weniger, als ihr wahrscheinlich da draußen denkt. Die ersten Meter jetzt sind schon mal gut in dem Auto. Wir sind hier bei mir in der Firma. Wir nehmen ihn nachher auch noch hoch und wir lesen nachher noch den Akku aus. Also unbedingt dranbleiben. Ja, jetzt fahren wir mal ein bisschen. Also was ich schon höre, hier ist ein bisschen schlechte Straße. Es poltert nicht. Absolut nicht. Also für alle da draußen, die einen Tesla Model 3 fahren von Baujahr 19 bis 22, das hier ist was anderes. Es gibt ja eine Lösung mit dem Koni-Fahrwerk, mein letztes Video. Ja. Dann ist das auch weg. Der Unterschied zwischen diesem und dem Koni, das müssen wir noch mal sehen. Da machen wir irgendwann noch mal ein Video mit einem anderen Auto. Aber, ihr hört das? Gar nichts hört ihr. Das ist gut. Stille. Sag mir, Michael, wie teuer war das Auto? 56.990 Euro. Wie viel PS hat das Auto? Laut Tesla 460. Bist du zufrieden mit der Performance? Sehr sogar. Oh, ja. Und er hat auf lässig gestellt. Ich hab auf lässig gestellt. Was ist denn hier los? So, Wahnsinn. Ist das dein erstes Elektroauto? Nein, ich hatte 2021 ein Model 3 Long Range aus China. War damit auch sehr, sehr zufrieden. Ja. Hatte aber mir vorgenommen, auf jeden Fall, ne, wenn dann elektrisch, dann ein Performance. Nur das hat ja ein bisschen gedauert, bis Tesla den rausgebracht hat. Also bin ich eine Zeit lang Zug gefahren. Okay. Ja. Ach, hast du gerade ausgehalten? Ich habe ausgehalten. Und zwar ziemlich lange, von Oktober 23 bis April 24, bis ich dann endlich bestellen konnte. Das Auto hat 7 Wochen gedauert, bis es dann endlich hier war, zur Auslieferung bereit, in Weiterstadt. Und wie war die Auslieferung? War die Erfahrung gut? Die war okay.
sag ich mal. Ja, also Tesla-Auslieferung für viele da draußen, die das nicht kennen, das ist manchmal wirklich so, hier ist die Karte, viel Spaß. Zeig mal die Karte. Hast du ja gerade griffbereit? Nee, ne? Die legt man übrigens wie beim Palladium Model S und X auch hier vorne rein. Nicht hier an der Armlehne, sondern vorne rein. So sieht die aus. Für alle, die Tesla nicht kennen, ihr könnt euch natürlich auch komplett mit dem Handy anbinden und dann müsst ihr gar nichts mit haben. Das Handy erkennt euch, macht die Türen auf, ihr setzt euch rein, Abfahrt. Perfekt. Wir haben jetzt hier in dem Lenkrad auch die Blinkertasten direkt in der Speiche und nicht mehr als Lenkstockhebel direkt hier an der Lenksäule. Wie kommst du damit zurecht? Ich komme sehr gut damit zurecht. Ich habe mich schnell dran gewöhnt. Das Einzige, was man immer wieder hört, das ist auch, geht mir genauso im Kreisverkehr, ist es etwas ungünstig mit der Platzierung, da man, wenn man im Kreisverkehr ausfahren möchte, immer den Blinker sucht. Hast du meinen Tipp aus meinem Urlaubsvideo gesehen, dass wenn du in den Kreisverkehr fährst, schon mal den Daumen auf die Blinkertaste legst? Ganz genau, und so habe ich es auch gemacht jetzt. Ja, und dann geht's super. Also dann müsst ihr nicht suchen, wo ihr raus müsst, weil ihr fahrt in den Kreisverkehr rein mit dem Daumen schon, so wie früher am Lenkstockhebel, wo ihr den Finger unter hattet, mit dem Daumen schon an der richtigen Stelle. So, jetzt wollen wir ein bisschen fahren hier, Autobahn. Also Windgeräusche schon mal ganz anders. Ja. Das ist ja beim Highland typisch. Wir haben hier Doppelverglasung drin, eine ganz andere Dämmung. Der Himmel ist genauso, bis auf das hier hinten. Das habe ich noch nicht gesehen. Und hier oben der Warnblinkerschalter. Also wir fahren 125. Autobahn ist voll. Ja, schön leise. Ja. Man hört aber die Abrollgeräusche der Reifen. Das habe ich gemeint. Das ist ähnlich wie bei meinem Palladium. Deswegen habe ich ihn gedämpft. Gedämpft, genau. Ach. Ja, durch die breiten Reifen nehme ich mal ganz schwer an. Ja. Ihr merkt, dass wir so ein bisschen wackeln. Das könnt ihr auch wahrscheinlich in der Kamera sehen. Das ist tatsächlich so. Er ist sportlich und es soll ja ein dynamisches Fahrwerk sein, richtig? Richtig. Er merkt also an der Geschwindigkeit, das haben wir jetzt deutlich gemerkt, dass er härter wird, je schneller wir werden. Richtig. Ja, das merkt man gut. Ja. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Ja, das haben sie gut hinbekommen. Also Windgeräusche top, Abrollgeräusche geht so. Ja, es geht so. Bin ich ein bisschen überrascht. Ja, ab höheren Geschwindigkeiten. Ich habe es auf dem Hinweg ja gemerkt, dachte ich, okay, so ist in Ordnung, aber man hört es doch deutlich. So, mal ein bisschen Gas gegeben, eben mal kurz 200 gefahren. Der Punch ist nicht so wie beim alten Tesla Model 3 Performance, tatsächlich, das kann ich schon mal sagen. Wir haben hier LG-Akkus drin wahrscheinlich. Ja. Die bieten nicht den gleichen Punch wie Panasonic, das ist bekannt. Die amerikanischen Modelle haben Panasonic. Richtig. Aber die LG-Akkus, da ist die Degradation geringer. Ich habe ja über 3.500 Teslas in meinem End-of-Warranty-Check und in der Kaufberatung ausgelesen. Und die LG-Akkus haben wesentlich weniger Degradation als der Panasonic. Wir werden hier nicht bei Doc Tesla im Service Center von Uwe Kröger. Mein Service übrigens hier einmal unten im Laufband. Könnt ihr euch mal die Website angucken. Wir wollen natürlich auch die Karre hochnehmen. Wir wollen wissen, was ist anders, was wurde geändert. Natürlich, was ist anders? Der komplette Heckstoßfänger ist anders mit diesen Diffusoren hier. Wir haben hier unten drin jetzt die Rückleuchten zum Rückfahren, also die Rückfahrscheinwerfer. Die Aufnahme für den Abschlepphaken ist ziemlich groß, also größer als beim Modell davor. Dann das Emblem, haben wir schon angesprochen, die neuen Rückleuchten und auch hier der Spoiler hat jetzt hier so eine kleine Kante, das ist auch neu. Die Verarbeitung ist tadellos. Wir haben gesehen gerade, dass das Spaltmaß auf dieser Seite, guckt mal, viel größer ist als auf dieser Seite, aber minimal. Das ist schon in Ordnung. Hier steht die Tür auf. Ja, wir haben hier Hardware 4 drin in dem Auto. Das ist auch wichtig. Und ihr könnt hier sehen, die neuen Querlenker der neuen Generation. Die alten Modelle waren ja fürchterlich. Natürlich lackierte Bremssättel. Und bei diesen Felgen kann man diese Flaps hier rausnehmen. Und dann sieht sie etwas anders aus. Müsst ihr mal gucken. Was hier fehlt tatsächlich, wir haben hier keinen Schmutzfänger dran. Warum nicht, Michael? Weil die ziemlich hässlich sind.
und ich neue bestellt habe, die dem Auto besser stehen als die, die von Tesla vorgesehen sind. Wo hast du die bestellt? In Fernost. In Fernost. Ja, und hier vorne, das kennt ihr ja schon, das neue Facelift, andere Scheinwerfer und auch ein anderer Stoßfänger. Auch mit einem größeren Loch für die Wagen, für die Abschleppöse. Ansonsten alles wie gehabt. Und jetzt gucken wir mal drunter. Ja, die Bereifung ist ein Pirelli-Reifen P0 und da könnt ihr das Emblem sehen. Das ist der Elect PNCS. Das ist wichtig, das heißt, dieser Reifen ist sehr leise. Hinten 275 30 20 97 Y und vorne 235 35 R20 92 Y, so wie es aussieht. Da ist ein roter Punkt drauf. Das ist die Bereifungsgröße. Ja, hier seht ihr den Stoßdämpfer und das Teil hier, das ist dafür zuständig, dass wir einen elektronischen Stoßdämpfer haben mit einer Einstellmöglichkeit. Ansonsten sind der Achsschenkel, der obere Querlenker und auch hier die beiden unteren Querlenker genau die gleichen wie vorher. Es wurde also nur das Federbein geändert. Ja, auch hier im Akkubereich ist alles das gleiche. Die Aufnahmen sind die gleichen. Hinten die Aufhängung, Abdeckung ist das gleiche. Da könnt ihr sehen, da ist die Aufnahme für die elektronische Regelung an dem hinteren Stoßdämpfer. Ja, die Staubplatte der Bremsscheibe hinten ist auch anders. Die haben sie geändert. Die ist jetzt mehr nach innen gewölbt als nach außen. Aber Aufhängung sonst mit den Querlenkern, Uniballlenker und so weiter ist das gleiche wie vorher. Was wir jetzt hier hinten haben, Lautsprecherloch und Anhängerkupplungsabdeckung. Hat der Anhängerkupplung? Nein. Gibt es den Performance mit Anhängerkupplung? Die kann man separat dazu buchen, ja. Diese Öse, die kennt ihr schon von anderen Videos, die kommt hier rein. Die ist für den Unfallschutz, dass die Tür schön stabil bleibt. Und hier drin erscheint jetzt auch ein Totwinkelassistent, eine kleine rote Diode. Ja, eigentlich wollte ich ja den Akku auslesen, aber da fehlt mir ein Adapter. Hier an der Seite, etwas weiter runter, kann man das machen, aber das wird leider nichts. Was mir auch aufgefallen ist, dass die Türen viel satter zugehen. Also nicht so ein Klappergeräusch, sondern... Habt ihr gehört? Und um das Klappern auch zu minimieren, wird die Scheibe, auch wenn sie ganz unten ist, wenn die Tür offen ist, ein Stück hochgefahren. Und sofern man die Tür zumacht, fährt sie runter. So klappert nichts. Schlau. Das Fazit zu diesem Auto. Tatsächlich, die Grundkonstruktion ist die gleiche. Aber es wurden dann doch viele Sachen verändert. Du hattest ja auch das alte Modell, für dich absolut ein Upgrade. Absolut. Ja, absolut. Siehst du, wir haben hier einen zufriedenen Käufer. Und ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Ihr habt ordentlich was gelernt. Habt ihr Fragen? Bitte einmal unten die Infobox voll müllen mit Fragen. Ich beantworte sogar die meisten. Würde mich freuen, den Kanal abonnieren nicht vergessen. Und du weißt ja, Elektroauto steht da. Dann later. Danke. Danke dir. Ciao. Ciao.